einschlagen kann. Tun Sie gefallen, wollen die Veranstaltung gerne zu Ende bringen. Und jetzt sind die 2 Minuten um. Und jetzt kommt ein Special Guest. Ich glaube, den Namen werdet ihr nie erraten. Aber bitte einen donnernden Applaus für Erich Honecker. Dieser. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich bin hier in Leipzig. Wollte nur kurz Bescheid geben. Die Versammlung beginnt hier gerade. Wir haben mit Mantra und Meditation eine Atmosphäre geschaffen. Und wir bleiben jetzt hier, um diese historische Versammlung zu unterstützen und durch spirituelle Praktiken eine andere Stärke und Harmonie hier zu verbreiten. In den Friedenslaboren der Kommunistischen Partei aus Leipzig bis später wuchs unser EM-Covid über sich hinaus. Mehr noch. Auf der Großdemo am 7. November. Wir haben die Demonstration mit Mantrasingen und Meditation eingeleitet und somit eine wunderbare Atmosphäre, eine Harmonie geschaffen in den einzelnen Teilnehmern und in der Umgebung. Und diese Harmonie fühle ich jetzt in dieser Demonstration. Es ist ein historischer Augenblick. Wir sind hier, um uns für Menschlichkeit, für eine menschliche Gesellschaft einzusetzen. Ich danke dir. Die Polizei hat die Versammlung aufgelöst. Die Menschen sagen, wir bleiben hier. Es ist wirklich, ja, es ist unnötig, solche Schritte zu machen von den Autoritäten her. Wozu soll das führen? Die Menschen sind hierher gekommen, um ihr Verlangen nach einer rationalen, evidenzbasierten Corona-Politik auszudrücken und sich für Frieden und für Freiheit hier einzusetzen. Und ja, jetzt werden sie hier bleiben, denn dafür sind sie gekommen und genau darum geht es ihnen. Wir werden auch noch etwas hier bleiben und dann werden wir nächstes Mal weiter berichten. Ich danke dir. Ja, also, die Menschen sind überall und wollen einfach bleiben. Leipzig, 11. November 2020.